YouTube, das Streamteam ist zurück und wir gehen natürlich gemeinsam Hand in Hand in die Irrenanstalt. Mit dabei eine Fachfrau des Wahnsinns, Fräulein Gnu. Das hast du so wunderschön gemacht und das besser als beim ersten Mal. Dankeschön. Ich habe mir extra Mühe gegeben, weil du sagst, ich mache immer die besten Intros. Ja, ich mag, wie du YouTube sagst. Hört sich so richtig heimisch an. Ich liebe YouTube. Ist ja auch mein Zuhause. Hier wohne ich ja quasi. Ich verbringe ja die meiste Zeit meines Lebens digital auf YouTube. Ja, guck mal, liegen auch schon die ganzen anderen Creator vor uns. Ja, guck mal, der Seth, Sterzig. Die YouTube nichts mehr bringen. Ja, die ganzen ausgelutschten Typen halt. ApoRed. Ja, wir spielen heute gemeinsam Paranoia Place, ein Spiel, das wir schon mal gespielt haben. Nur damals war dieses Spiel unsagbar schwierig und der Entwickler meinte, er hätte sehr, sehr vieles überarbeitet jetzt hier auf dieser Asylum Map und es soll jetzt auch für Menschen ohne Skill wie uns beiden irgendwie durchspielbar sein. Yes. Da es bin gab ich sehr das gespannt. Für Dummies Update. Am Ende muss man auch, glaube ich, diesen Knopf hier irgendwie drücken, ne? Oh. Das war jetzt vielleicht nicht so glücklich. Haben wir es damit jetzt auch schon versaut. Ja, gut gemacht, Knu. Ich glaube, jetzt sind wir tot. Hier, don't tempt fate. If you enter the wrong combination, the consequence will be in. Ja, gut. Da hinten kommt das die Consequence. Das war's jetzt auch schon, ja. Nimm Knu bitte. Nimm doch Knu. No, warum ich? Oh, den hätten wir noch gar nicht triggern müssen, weißt du? Der hat mich nicht gesehen. Jetzt bin ich irgendwo im Nirgendwo. Du musst mich holen, ne? Das weißt du. Ich lass mich jetzt auch töten. Warum denn? Das macht ja keinen Sinn, der hängt mir jetzt schon am Arsch. Kann man den nicht irgendwie ablenken? So, danke Leute, wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert uns beide, unten in der Beschreibung verlinkt und sorry, einen roten Knopf, der muss gedrückt werden. Ich habe schon so lange eigentlich irgendwie nicht mehr mit dir gespielt, ich habe ganz vergessen, wie es ist. Ja, ist doch ganz geil, vergessen, quick selbst, and dirty. Ja, aber ich habe vergessen, selbst wenn ich das Spiel auf Schwierigkeitsgrad Baby stelle, wenn ich dich dazu rechne in diese Kombination, dann weiß ich es trotzdem hardcore schwer. Weil da steht ganz groß, dick und fett, nicht den Knopf drücken. Ich hab's nicht gesehen. Du drückt einfach drauf. Zack. So, warte, ich muss dich nochmal einladen. Da stand ganz groß, bitte nicht diesen roten Knopf drücken. Ich hab's nicht gesehen. Roter Knopf ist heute gleich tot. Heute ist Gegenteilstag. Er steht Freunde, die das Unternehmen. Ja. Der Gegenteiltag ist bei dir jeden Tag. Du stehst für uns, dich und mich. Meine. Entsteht für endlich. Haben wir mal Spaß, ganz kiesi und freundschaftlich. Weißt du noch, wie das alles ging? Kannst dich da noch so ein bisschen dran erinnern? Da war ein komischer Keller. Wir müssen irgendwas einsammeln, oder? Wir müssen Dinge einsammeln. Ja, wir müssen irgendwie an diese Kombination kommen. Guck mal, da drüben ist eine Kiste. Psst, hey. Picklock. Wir brauchen einen Picklock schon mal. Und wir brauchen irgendwie eine Axt. Ah, genau. Und diese Dinger, da darf man nicht reinlaufen, sonst sehen die uns. Genau, und wir brauchen eine Axt, wir dürfen nicht in die Creeps reinrennen, die alarmieren den Dude. Wir dürfen nicht auf Dreck drauf treten, weil ist auch nicht so gut. Ja. Aber das Spiel ist schon extrem leise, ne? Ja, ich hab's jetzt auch lauter gemacht. Aber dann ist es halt wieder so laut, falls der Typ einen erwischt. Stimmt, Wrong da konnten side. Wir auch was schieben, ne? Von der anderen Seite. Von oben sind wir da runtergefallen. Guck mal, ich hab den Bolzenschneider. Oh, Girl, das ist so cool. Damit können wir Dinge cutten. So, ich mach das jetzt mal. Ah, magst du lesen? Ich weiß nicht. I did it. During a power outage, I was able to slip into his office. There I found Wort. A secret room, in which were dozens of dead people. Ich kann es auch übersetzen. Ich lese erstmal auf Englisch. I need to hide my trails. Get back to my cell and find out to send the pictures to my parents. Stimmt, da war das mit der Kamera. I hope that Dr. Kaufmann won't notice anything. People should know what's going on there. Da erklärt er quasi die Kamera. Was konnten wir denn mit der nochmal machen? Da können stimmt, wir doch, wir können stimmt, den Typen doch auch blenden, ne? Genau, mit einem Foto. Guck mal, hier ist Foto. Auch ein ja, Foto. Ja, das kannst du ja. mitnehmen, weil ich habe jetzt schon den Bolt Cutter. Genau, dann nehme ich die Kamera, damit kann ich ihn blenden. Das ist gut. Dann bin Guck ich so mal, ein bisschen drüben deine... brauchen wir ein Ventil. Ventil? Da müssen wir irgendwas machen. Aber Vorsicht, hier um die Ecke können überall diese komischen kleinen YouTube-Abonnenten sein. Gamescom-Freaks. Gamescom. Oh. Jetzt hast du seine Attention, ne? Ja, nur wenn er in der Nähe ist, glaube ich. Ja, ich habe was gehört, deswegen. Hast du echt was gehört? Nee. Ein Atmen, ein Raunen. Lass mal hier nach oben gehen. Ich glaube, oben auf der Etage hatten wir irgendwas Wichtiges.
War nicht hier hinten auch noch irgendwas? Hier, eine Kiste, Kisi. Ja, ah, komm mal her, wir brauchen eine Lösung. Achso. Guck mal, ich hab die Ketten schon gecuttet. Ich bin jetzt schon ein absoluter Profi. Du bist ein Pro. Der Keys zu dem Jaw. Ich komm. Also so elegant und souverän, wie ich da durchsteppe. Bist du auch manchmal Jersey Shore? Ab und zu, ja. Gehe ich mir die Haare mit ganz viel Gel. Siehst leg du mich unter Solarium. I got a strange feeling, like I forgot something very important. There are some notes missing. I can't get the full picture of what is going on. Three symbols, three floors, three clues. Ah, okay. Need to be attentive. Oh, ich habe Salz gefunden. Was war das denn nochmal? Surrounding clues. And, okay, also es, wir brauchen drei. Ja, was? Sorry. Ich hab Salz gefunden. Für was war das nochmal gut? War das? Das war für irgendwas. Ah, können wir damit nicht die Dinger irgendwie blenden? Nee, was war da? Ich glaube, irgendwie konnte man irgendwie so eine Art Schutzbann machen. Du willst also einfach diesen armen Augentypen Salz ins Auge werfen und hoffen, genau, dass sie dann schreien und sterben. Da war doch was. Doch, das ging damit. Echt? Oh Gott! Oh oh, wo bist du? Da, wo du nicht bist. Wo bist du? Bist du jetzt da runtergesprungen? Oh shit, ja, das mache ich jetzt auch. Warte, warte, noch nicht runterspringen. Ah, oh, ich sehe schon unten. Bin schon unten. Der kommt gar nicht. Der ist noch nicht so schnell, glaube ich. Der ist im Moment so. Der ist bei mir! Was? Nein! Der ist doch immer noch oben bei mir. Okay, es hört sich so an. Ich bin hier im Spind. Magst du mit reinkommen? Gott, der ist bei mir! Ich sag ja, der war unten. Wie er hinterher joggt. Was mache ich jetzt? Ist doch nicht leichter geworden, obwohl es da explizit dran steht. Jetzt leichter. Ich glaube, dass man leichter entkommen kann. Für Knu und Keystraw. Ich kann ihn eigentlich jetzt permanent ablenken, ne? Der rennt immer von A nach B. Du könntest jetzt rausgehen und alles machen und ich würde den hier die ganze Zeit quasi under control halten. Okay, dann mach das mal. Er ist weg. Aber, glaub, gehen, er ist ne? weg, oh. Ja. Oh, Kisi. Er hat sich gedacht, so blöd bin ich dann auch nicht. Ich schnapp mir Knu. Die riecht immer so lecker nach Mayo. Ich mag Mayo mehr als Ketchup. Es kommt drauf an, ich mag beides. Je nachdem, situationsbedingt. Zu einer Frikadelle passt Mayo einfach nicht, aber Ketchup schon. Ja, das stimmt. Ist der hier irgendwo? Ich höre so wenig. Meine Taschenlampe dreht auch gerade so ein bisschen durch. Meine auch. Oh, ich glaube, der ist gerade bei mir. Ich habe hier so einen Filmprojektor gefunden. Ich könnte schwören, das war damals auf Deutsch. Rennst du hier gerade rum? Nee, ich renne hier nirgendwo rum. Nein, nein. Dann ist er das. Oh, shit. Aber meine Taschenlampe ist immer noch am Durchdrehen. Bist du das wirklich nicht? Nein, ich bin oben. Ich bin oben. Ich habe eine Batterie gefunden. Aber vielleicht höre ich dich ja. Für was war denn nochmal die Batterie gut? Ich bin auf Taschenlampe. So extrem. Nein, so eine richtige Autobatterie, so eine fette. Ah. Unten, glaube ich. Moment mal, die Taschenlampe kann leer gehen? Meine ist leer. Meine Taschenlampe ist leer. Echt? Auch auf Rechtsklick? Ja, die ist leer. Tot. Ja, deswegen. Dafür ist doch die Batterie, oder? Okay, jetzt habe ich eine kleine Batterie gefunden. Die lade ich durch mit R. Da war ja was, ne? Aber ich habe so eine Generatorbatterie. Ah, damit müssen wir doch diese eine Tür öffnen. Oh mein Gott, nein! Mist, ich bin tot. Ja, ich habe keine Chance. Zur Frikadelle gehört Senf. Nein! Nein, absolut nein! Senf gehört zu einem Würstel, aber nicht zu einer Frikadelle. Ich bin tot, du musst mich holen, ich schreie hier. Ja, ich komme, aber der ist ja gerade da. Ich sehe dich, aber ich warte ganz kurz. Wir mussten diese Batterien doch in die Sicherung reinpacken. Da musstest du oben die Tür mit diesem Bolzenschneider kaputt machen und dann gab es doch drei Sicherungen. Eine ist aufgeladen, eine nicht, erinnerst du dich? Ja, irgendwas war da. Stimmt. Ja. Kannst du mich holen? Ja. Kannst du mich brüllen? Ja. Super ätzend. Soll ich weiter brüllen? Nein. Mehr brüllen? Okay, krieg ich hin. Fuck my life. Help! Oh shit. Oh Gott, ich glaube, der kommt jetzt. Oh shit. Help! Fuck, ich steck fest, auf, mir ins Ohr zu schreien. Ich komme hier nicht raus. Mein Komm Gott, schon, du das schaffst es. So ätzend, ey. Help! Wow! Wie bin ich wieder am Leben? Boah, es ist ätzend. Bin ich wieder da? Ja. Hat dir mein Gebrüll gefallen?
Nein, es hat mich richtig aggro gemacht. Lass mal hier reingehen, der kommt jetzt gleich. Aber weißt denn du sowas? Kennst du den sehr gut? Das ist ein alter Freund von dir. Ja, ist mein Ex. Der sieht auch ein bisschen so aus. Ja, das stimmt wirklich. Was Help ist wirklich wie so ein schreiendes Kind, was ich einfach nur provozieren will. So machen das Kinder, die wiederholen alles 10.000 Mal. Ich renne jetzt raus. Ja. Du bleibst drin. Weil ich höre ihn dann neben uns. Der ist irgendwo hier in der Nähe. Ich habe immer noch meine Batterie hier drüben. Wir brauchen diesen Fotoapparat, mit dem wir ihn stunnen können. Aber den Boltcutter, den müsst ihr... Ich glaube, es war noch eins weiter. Der war ein Weg. Der war ein Weg. Ich habe geboltcuttet und dann war er weg. Ich gehe jetzt eins höher. Hey, der hat es doch schwerer gemacht, das Spiel. Hat sich leichter gemacht, sondern schwerer? Nee. Oh, wir brauchen hier einen Schlüssel hier oben. Für die andere Etage. Und den hatten wir auch schon. Der war irgendwo bei diesem Doktor im Zimmer. Da irgend sowas. Oh, fuck. Kann ich denn über das Glas auch kriechen? Einfach nicht reinrennen, ist, glaube ich, die Taktik. Oh, ich habe ein Fotoapparat. Nice. Ich brauche mal Licht, ey. Ja, geil. Ich sehe nichts. Ich höre ihn. Vorsicht. Ja, ich auch. Gott, bitte geh weg. Oh, ich bleib einfach hier drin. Konnte man nicht noch auf der anderen Seite? Guck mal, unten, wo wir gespawnt sind, ne? War da auf der anderen Seite nicht auch nochmal? Was, wo man rein konnte und durch konnte? Ja. Boah, wenn man Zwiebel schneidet, stinken die Finger so schlimm, wenn man das brennt, erbratet, gell? Meine Finger stinken so nach Zwiebel. Der ist bei mir. Es gibt da so einen irren Trick. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das nennt sich Händewaschen. Schon mal gehört? Das bringt nichts. Nee? Bei mir schon, ich weiß nicht. Das kann man ganz gut abwaschen. Na, da sieht man, dass du nie kochst, ey. Nein, wenn du Zwiebeln anbrätst. Ich habe heute gekocht, sogar mit Zwiebeln. Da stinken die Finger. Das geht auch mit Waschen nicht mehr weg. Für immer. Permanent. Permanenter Gestank. Warte mal, hier drüben ist eine Tür. Kannst gerade easy machen, der ist bei mir. Oh shit, hat er dich gesehen? Hier ist so ein... Oh mein Gott, der ist in meinem Zimmer! Das check ich erst jetzt! Hier ist so ein Glubscher. Oh Gott, okay, er geht jetzt aus meinem Zimmer raus. Oh, warte mal, ich hab den Hebel. Er kommt jetzt. Ich hab ich hab Batterie und Hebel. Ja, nice. Bumm. Exit is open. Geil, echt? Geh mal nach Hause. Ja, wir können noch nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall irgendwas, habe ich geöffnet. Stand geil. Exit dran. Oh mein Gott, der ist bei mir im Raum. Du kannst also dich bewegen. Er hat es gehört. Das ist schwerer. Das Spiel hat er schwerer gemacht. Es ist nicht einfacher. Es war eine Lüge. An Eisenreiben, wie zum Beispiel der Wasserhahn, gibt da auch extra Metallseife. Echt? Okay, er ist jetzt wieder bei mir, glaube ich. Ich komme gerade nicht raus. Der geiert hier im Flur. Nimm einfach so eine Stahlwolle, schubber dich daran und dann, wenn die Fingerkuppen rot werden, ist der Geruch weg. Geil. Wenn es blutet, riecht es nicht mehr nach Zwiebeln. Sehr gut. Ich traue mich gar nicht raus. Ich auch nicht. Also ich habe irgendwas geöffnet. Wahrscheinlich einen anderen... Was ist das denn? Hier sind riesige Hände. Alter, was habe ich denn da geöffnet? Ich brauche halt echt unbedingt... Okay, ich glaube, für die Hände brauchten wir Salz. War da was? Musste man, ja, das sind so riesige Schleimhände hier. Musste man die wegsalzen? Wegsalzen, das kann sein. Ich habe gerade das Problem, dass ich leider keine... Oh mein Gott, ich bin irgendwas getreten. Oh mein Gott, er kommt. Okay. Oh, bitte, 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 bitte. Alter, der hat irgend so einen komischen Kackhaufen auf dem Boden geschmiert. Ja. Kannst du reintreten? Ja, der macht Kacke hin. Geil. Hat er das früher auch schon gemacht? Nee. Er hat ihn stärker gemacht. Jetzt neu mit Code. Oh ja, da habe ich jetzt eine. Oh mein Gott, der steht direkt vor meinem Spind. Jetzt wahrscheinlich gleich bei mir. Da, wo ich die Batterie eingesammelt habe, da muss das Salz sein. Das war in irgendeinem Ärztezimmer, glaube ich. Ich glaube, der kommt gerade zu mir, kann das sein? Er ist bei mir gerade weggegangen. Hier ist eine Note. Hm.
Okay. Ich kann jetzt, glaube ich, diesen Schrank wegschieben. Das mache ich gleich. Ja, irgendwo muss so ein Durchgang sein. Ja, da muss irgendwo ein Durchgang sein. Warum, ich gehe jetzt wieder raus. Im Notfall habe ich ja immer noch eine Kamera. Mache ich gleich. Ach, come on, der kommt schon wieder zu mir. Nee, der kommt schon wieder zu mir. Der ist da bei diesem Überwachungsraum. Oh, ich habe gemoved. Unblocked. Jetzt kommt er zu mir. Kommst du jetzt zu dem Büro? Ist das das Büro gewesen, was man da unlockt? Nee, weil ich höre ihn draußen im Flur laufen. Ich glaube, wir sind ganz zusammen, ganz nah zusammen gerade. Ich habe mich jetzt wieder rausgewagt. Hier drüben ist noch ein Foto im Notfall. Hast du die Tür aufgesperrt? Ja, da bin ich. Und was gibt's hier drin? Außer Leichen? Oh Gott, hast du mich gerade erschrocken. Nix, also hier diesen Zettel. Wie, jetzt gar nichts? Und hier geht's halt durch. Ja, da sind wir wahrscheinlich wieder gegen ihn komplett immun. Wenn man hier drin genau. ist. Genau. Aber ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Weil hier wollte ich eigentlich weiter hoch können. Ach, guck mal, hier ist noch ein Zeichen. Fünf. Hier ist ein Zeichen. 5. Auge 5. Okay, gut. Mach Auge 5, Bruder. Dann gehe ich jetzt mal den anderen Weg. Also Auge 5, bitte einmal merken. Backseat Gaming aktiviert. Mach das, Backseat Gaming! Ey, hier ist noch ein Raum mit einer Blutwanne. Oh, nice. Ich habe einen Schlüssel. Ja. Für oben. Geil. Acht auf den Boden. Wie gesagt, der macht da irgendwelche komischen Schmierereien hin. Ist richtig widerlich. Die obere Etage ist nun offiziell offen. Geil. Baboom. Frag mich nur, wo er gerade so ist. Lass ihn einfach weg. Guck gerade, ob noch irgendwelche Symbols irgendwo Wir brauchen sind. Unbedingt einen Picklock. Hier sind so viele Kisten, die man nur mit einem Picklock aufmachen kann. Noch keinen einzigen gefunden. Ich bin jetzt in so einer Bücherei. Ich habe den Schlüssel immer noch. Oh Gott, ich habe so Angst, hier rumzulaufen. Ich hasse es. Hier ist nur ein Foto. Ah genau, das sind die Händchen. Genau, konnte man die mit Salz wegmachen? Oh Gott, das ist bei mir. Habe ich eigentlich leider gerade auch nicht. Mach mal die Tür zu. Hier steht es mit der. Genau, die richtige Fuse haben wir ja. Super. Ich habe noch eine Batterie. Ich habe ein Ventil für unten im Keller. Geil. Also erst bei mir oben. Ich kann hier was moven, aber es ist die wrong side. Erst bei mir oben. Hier oben ist nochmal eine Batterie. Braucht man zwei Batterien? Also nochmal so eine Autobatterie, so eine große. Nee, die ist ja nur dafür da, weil drei sind ja leer. Also zwei sind leer und eine geht und du hast direkt die richtige gewählt. Alter, da haben wir ja mega Luck. Ja, weißt du noch, als wir die alle gesucht haben und zwei gingen nicht? Stimmt. Also wenn das nicht unser Run wird, wo wir das Spiel durchspielen, dann weiß ich auch nicht. Auch nicht. Ich gehe jetzt runter in den Keller. Ja, der ist bei mir oben. Und mach das Ventil ran. Ich bin jetzt unten im Keller. Yes. Ich höre ihn weglaufen. Kann man springen? Oh, hier unten ist auch nochmal so ein Glibber. Ich glaube, er ist jetzt nicht mehr bei mir. Doch, ich höre ihn noch. Ich bin am Ventil. Macht das Geräusche? Ja. Kommt der? Also ich höre ihn jetzt nicht mehr. Ich glaube, er ist straight auf dem Weg zu dir. Oh, jetzt habe ich Lärm gemacht. Das kann gut sein. Und hier ist nichts zum Verstecken. Ich bin jetzt in so einem, ja, so einem Boiler Room. Oh, ich habe Benzin gefunden. Für was war das nochmal gut? Und einen weiteren Fotoapparat. Hier ist ein zweiter Fotoapparat. Nice. Komm jetzt gleich mal zu dir runter. Oben war nichts mehr, gell? Für was ist Benzin gut? Also klar, irgendwas tanken, aber wo? Haben wir irgendwas gesehen, wo man Benzin für braucht? Was war das? Nee. Ich glaube nicht. War der bei dir? Ich höre ihn, glaube ich. Das Spiel ist halt so ultra leise, ne? Ja. Ich höre ihn leider, wie gesagt, gar nicht. Ah, doch. Ich höre ihn irgendwo rumsteppen. Ich bin immer noch unten im Keller. Ich glaube, er ist bei mir oben. Ich habe halt keine Ahnung, was ich mit dem Sprit machen soll, was ich gefunden habe. Vielleicht für irgendeinen Generator, irgendeinen Motor? Ja, wahrscheinlich für irgendeinen Generator, aber hast du jemals hier einen Generator gesehen? Oh, er ist bei mir. Ach, guck mal, ich kann das hier moven. Ich trick's ihn aus mit dem guten alten untenrum, vorne rum Trick. Ich habe ganz viele neue Bereiche gefunden. Wenn du irgendwas findest, wo man Sprit braucht, bin ich dein Mann.
Ich habe ganz viele neue Bereiche gefunden. Geil. Man nannte mich Benzin-Jor. Sehr gut. So. Also oben gibt es noch ganz viel, was man weiter erkunden kann. Noch eine also Batterie. Der ist also bei mir. Der ist bei mir. Alles okay. Easy. Also hier sind noch zwei. Bist du unten? Ja, ich bin wieder an diesem Kellerloch. Okay, ich habe jetzt ein paar Pforten geöffnet und bei mir gibt es zwei Batterien, die wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Dann wären es aber schon vier. Ja. Er ist weg. Jetzt. Okay. Er ist weg. Okay. Ach cool, eine Battery. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich wieder zu mir kommen. Okay, er ist wieder bei mir oben. Ich komme jetzt auch hoch. Wir bräuchten halt immer noch den Lockpick. Ah, du brauchst bestimmt das Benzin für die Hände, dann zünden wir die an. Das wäre eine Idee. Das war doch so. War das wirklich? Haben wir das gehabt schon? Waren wir schon so weit? Ja, wir haben doch ein Feuerzeug noch gesucht oder so Streichhölzer. Du musst die an. Genau, das war Benzin. Ich bin immer noch der Meinung, Schneckensalz. Ja, oder Schneckensalz? Nee, gehen Sie eigentlich. Ich gehe jetzt mal zu den Händen hin. Ich guck nur gerade, wo die waren. Ich muss sie erstmal wieder finden. Ich höre den halt wieder nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Soll ich mal absichtlich zu mir locken? Ja, ich habe gerade zu mir, glaube ich, gelockt. Ich habe Lärm gemacht. Ich bin bei den Händen. Nee, soll ich jetzt auch Lärm gemacht? Kann ich nichts machen. Mhm. Okay, kein Benzin. Nö. Blöd. So, was weiß doch eigentlich immer der Chat? Die wissen doch so einen Kram. Backseat Gaming! Macht auf! Warte mal, da drüben ist noch eine Tür. Waren wir hier schon drin? Hier ist auch noch mal eine Kiste. Die sagen Auge 5. Auge 5. Mach mal Auge 5. Wegen dem Code. Och, nö, er ist bei mir. Okay, wo bist du? In der Sackgasse. Oh shit. Also mich müsste jetzt eigentlich auch haben. Alter, ich hab ihn angezündet, die blöde Sau. Oh, ich hab Stern. Sonne 4. Sonne 4. Slay Bastard. Sonne 4. Sonne. Ich bin geflohen, ich hab aber jetzt keinen Fotoapparat mehr. Okay, ist gut. Passt. Der brennt, Sonne wenn man 4. Ihn fotografiert. Sonne 4. Wir brauchen noch einen Code. Wir brauchen eine 3. Sonne 4, Auge 5. War in der Bibliothek nicht noch ein Film? Not sure. Was mache ich nur mit der Batterie? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe wieder einen Film, ja. Geil. Man kriegt halt keinen Hinweis, ne, was man mit dem Sprit machen nee, soll. Das Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Das Spiel ist gnadenlos. Weiß es jemand, Leute? Nein, generell. Also wir haben den Sprit haben wir unten im Keller gefunden, durch das Ventil. Ja. Genau. Mein Gefühl wäre halt, dass man auch irgendwie unten im Keller was betanken muss. Eine Fernbedienung. Ja. Oder man muss halt erst die Hände loswerden mit Schneckensalz. Ja. Ich kann ja nicht mehr sagen, wo ich Salz irgendwie. Ich habe die Batterie genommen. Hä? Ah, ich habe einen Dietrich. Ich habe Dietrich und eine Fernbedienung. Ich kann mir nur eins von beiden nehmen. Dietrich, dann können wir die ganzen Kisten mal aufmachen. Aber merkt ihr, wo die Fernbedienung ist? Das wird halt schwer. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Du bist irgendwie. Ich glaube, mit der Fernbedienung mache ich 100 pro einen Fernseher an. Da steht der letzte Code drin. Ich bin ganz oben. Ich habe das Salz. Ich habe das Salz. Nice. Okay, ich weiß jetzt ungefähr, wo das Benzin ist. Soll ich nicht lieber die Fernbedienung mitnehmen? Mit der muss ich 100 pro einen Fernseher anmachen. Und da finde ich dann. Ist der bei dir? Nee. Ist er nicht. Ich geh jetzt ach, guck mal, hier ist eine Tür. Dr. Eric Kaufmann. Hast du zufällig eine Crowbar? Nee. Und hier ist ein Foto. Okay. Nimm die Fernbedienung. Wir brauchen eine Crowbar, dann können wir in das Zimmer von ihm rein. Ich bin jetzt von bei Doktor. Der Hand mit Salz. Und bringt das okay. Irgendwas? Nö. Also keine Ahnung, für was Salz gut ist. Vielleicht kann man damit diese Flecken am Boden zerstören. Er ist bei mir. Ich glaube, ich höre ihn auch. Ja. Ich
Geh mal zu so einem Typen. Nö, Salz bringt bei denen auch nichts. Okay, also Fernbedienung, Fernseher, denke ich mal. Da ist der letzte Code wahrscheinlich. Und dann brauchen wir eine Crowbar für das Zimmer hier hinten. Und wir haben hier noch Lockpick liegen. Ja, Lockpick brauchen wir für die Kisten. Wo ist denn der Lock? Wie komme ich denn da hin, wo du bist? Du musst ganz hoch, die dritte Etage. Bin ich schon. Und da gab es dann eine Liege. Genau, da gehen das Klavier durch. Das habe ich aufgemacht. Und dann kannst du da in den Flur kommen. Da hängen ganz viele Leichen oben in der Wand, in der Decke. Und da ist auch so ein Typ an der Wand. Nee, ich komm, Moment, ich mach das Klavier weg. Genau, das habe ich auch weggemacht. Und ich habe noch eine. Ich komm mal kurz, du wirst mich gleich sehen. Ich habe Schiss, dass der uns jetzt gleich alles sieht. Kannst du zum Klavier kommen? Oh, da. Ja, dreh dich um, dreh dich um. Komm nochmal zurück, wo du gerade warst. Aber ich glaube, hier rennt der auch rum, oder? Ah, ja, okay. Ja, genau. Aber ich stehe beim Klavier. Ja, du standest gerade vor einer Tür, oder nicht? Ja, genau, genau. Ich bin jetzt wieder vor der Tür, wo bist du? Ja, komm, genau hier. Guck mal, weiter. Hä, wo ist weiter? Ach, hier, Leichen. Ah, aber das. Komm her. Kram, ich stecke in irgendwas. Egal, wir können uns hier verstecken. So, komm mal hier rein. Hier war die Fernbedienung, hier liegt es, genau. Gut, unten war nämlich ein Kasten, es waren voll viele Kästen. Und ich glaube, da könnte ein Ding drin sein, eine Crowbar. Okay, let's go. Gibt's da hinten noch irgendwas? Ne, da brauchst du die Crowbar für, ne? Ja. Eigentlich ist es gar nicht so groß, die Karte, und trotzdem ist irgendwie voll das Labyrinth. Ja, voll. Hier aber nichts, ne. Genau, wir können hier vorsichtig weitergehen. Ich schleiche ab hier jetzt auch nur noch. Ich bin an dem jetzt erstmal schnell vorbeigezogen. Weil von diesen Kisten habe ich viele gesehen. Ich hoffe, der Lockpick... Ich glaube, jetzt bin ich tot. Oh Gott, ich glaube, du hast mich hier umgebracht. Fotoapparat? Hast du nicht, ne? Nein. Fernbedienung. Oh, ich habe Dreieck 1. Oh, cool. Dann haben wir doch alle, oder? Wenn du schon auf dem Weg unten bist, der ist ja eh bei mir. Aber ich hab... What? Jemand hat behind you geflüstert. Sonne 4, Auge 5, Dreieck 1. Also mit was fängt man an? Das ist eine gute Frage. Sonne 4, Auge 5, ich glaube. Wahrscheinlich mit der 1. 1, 4, 5. Oder Moment. Nee, keine Ahnung. 1, 4, 5 wahrscheinlich. Not sure, ne? Ich bin jetzt hier in dieser... in diesem Anstaltszellenbereich. Kann auch sein, dass wir noch eine Zeichnung finden müssen, wo wir die Reihenfolge sehen. Wahrscheinlich, ne? Ich würde es mal noch nicht machen. Außer du kannst dich verstecken. Du kannst es drücken und dich vielleicht im Spind direkt verstecken, weißt? Ich mache jetzt erst mal hinten das Schließfach auf. Genau, also erst gerade bei mir. Nix drin. Okay, wir müssen diese Schließfächer, also diese Kassetten finden. Kisten. Hm. Also der ist bei mir. Wo waren denn überall welche? Ich weiß noch, in irgendeinem Lagerraum war in der Küche auch eins. Nee. Oh. In irgendeinem Lagerraum war noch einer. Im Keller, glaube ich, war noch eins. Genau, oben in dem Lagerraum. Ich glaube, Stock 2. War das. So. Kann ich jetzt gehen oder ist der Sack noch da? Hier ist mein Benzin. Fuck. Boah, jetzt wird mal wieder diese ganzen dämlichen Kassetten. Okay, hier, ich hab noch eins. Komm schon, bitte. Leer. Gibt's da nicht. Ich bin auf irgendwas getreten, was geknuspert hat. Knuspeli. Ich hab geknuspert, ey. Geknuspert. Oh shit, ich hab geknackst. Ich höre ihn bei mir. Wer ist bei dir? Yes. Okay. Hast du den Björn genannt? Nee, yes. Björn. Björn ist bei mir. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Und wo bist du gerade? Ja, grad? Crowbar. Oh, fuck, da ist er. Ich komme wieder hoch. Ich habe die Crowbar. Ja. Ich muss mich jetzt ganz schnell verpieseln, sonst bin ich dead. Wo bist du? In welcher Ebene? 3. Ah, er ist bei mir! Und lacht mich aus. Ich hab mich verarscht. Du bist eine meiner Komplizen. Aha, so sieht es also aus, Knu. Ah, hat mich geschnappt. Abgeslidet. Ja. Oh no. Er hat ein Isle of Knull Tattoo. Okay, du musst jetzt gleich schreien. Ach, du bist ja gleich bei mir. Ja, oh, du bist voll weit unten. Shit. Ich bin irgendwo in so einer Lagerhalle. Vorsicht. Ah, nee, das bist du. Ich sehe dich. Ach, ich sehe, wenn ich nach oben gucke, dich.
Ja, muss mich retten. Oh, ich habe einen Schlüssel. Das ist meiner, ja, den habe ich verwendet, um oben aufzuschließen. Ich glaube, der ist erstmal outdated. Help! Muss jetzt runter, ne? Hast du ein, du musst ja unbedingt mal einen Fotoapparat holen. Help! Wo ist denn der? Oh, im Keller war noch einer, da wo ich das Gas abgedreht habe. Und damit hast du halt. Schrei nochmal. Damit hast du halt eine Chance. Kannst du einmal wegbrutzeln. Schrei nochmal. Muss noch eins runter, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo ich war. Also, achso, du wirst ja random irgendwo hingebracht. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Nein. Shit. Schnell verstecken. Ist nicht so leicht. Oh fuck, nein, nicht dein sterben. Ernst. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, das Spiel ist unbeatable. Ey, dass man den aber auch nicht hört, ne? Nee, nee, der schleicht sich von hinten ran und guck ihn dir an, dem Freak. Es lief so gut. Es lief so gut. An dem Spiel zerbricht man. Ich bin guter Dinge. Er ist ja jetzt schon angepisst. Aber wirklich, wir haben noch nicht mal angefangen. Er hört den Namen Gnu und alle hassen. Ich guck schon mal hier unten nach, was so gibt. Man kann mit Q und E sich zur Seite lehnen. Geht bei mir nicht. Nee, doch, bei mir geht's. Mit Ach, wenn Q man geht's. Steht, ja, wenn man steht. Ja. Okay, schau mal, ob es hier irgendwas Feines alles gibt. Wir brauchen als erstes den Bolt Cutter, der ist wichtig. Ja. Der ist wichtig und richtig. Hier heult wieder jemand. Okay, ist wieder eine Kiste unten. In den Zellen ist eine Kiste. Kiste. Alter, ich hab direkt ein Ventil und ein Fotoapparat. Lässig. Ich auch. Du dächlichig, hey. So, wie mache ich das mit dem Foto? Du musst ein Foto reinladen mit R. Aber du würdest. Normalerweise hast du eins drin, ein Foto. Ah ja, okay. Ah, hier oben liegt der Schlüssel. Yo mai! Yo mai. Wir brauchen die Batterie. Hier oben ist auch nochmal Taschenlampenbatterie. Ist wieder ein Fotoapparat, geil. Auge 1 habe ich gefunden. Cool. Mach nix, Auge 1. Warst du das gerade? Nee. Das bin ich. Oh Gott. Oh. Leichenkammer, sehr schön. Wo ging es denn nochmal hier in den Keller? Hier. Ja. Also jetzt voll viel Fotos da. Auf einmal, gell? Ja, vielleicht haben wir auch mal ein bisschen Luck. Luck. Ach, wieder eine wieder Taschenlampe. So ein Schleichikus. Also hier liegt echt viel Stuff rum. Okay, ich mach erstmal hier Gas weg. Ja. Ich hab eine Sicherung. Eine Sicherung oder eine Autobatterie? Oh, ein Feuerzeug. Alter, ein Feuerzeug? Genau, also jetzt ist die Frage, nehme ich die Sicherung oder das Feuerzeug? Hier unten ist wieder Benzin. Ja, wir brauchen ja erstmal die Sicherung, weil wir müssen die Hände ja erstmal freilegen. Wie droppe ich was auf G, ne? War das so? Ich droppe jetzt das Feuerzeug einfach mal in den Flur unten rein, weil dann haben wir das schon mal. Ja. Ich nehme jetzt hier einmal die Sicherung mit. Die droppe ich auch hier einfach mal hin. Dann haben wir die alle ist mal unten. Ist eine Sicherung oder eine Batterie? Eine Battery. So eine Autobatterie. Battery, ne? Ja. Ja, teste die doch direkt oben. Kannst ja ausprobieren, ob sie funktioniert. Okay. Aber ist oben alles offen, auch mit dem Bolt Cutter? Ach so, stimmt. Aber ich glaube, das braucht man nicht, den Bolt Cutter, um da hinzukommen. Okay, ich probiere es mal. I believe in Keystraw. Ich bin sehr leise, sorry, weil ich muss mich konzentrieren, weil ich finde, man hört den so schlecht. Man hört den echt schlecht, ja. Weil das Spiel irgendwie so super auf leise gebürstet ist. Stock 3 war das, oder? Nee, das war in der 2. Okay. Wo habe ich denn den Bolt Cutter gefunden? Das ist halt eh alles random. Ja, leider. Wo rennt denn unser Björn eigentlich rum? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ich komme, glaube ich, hier auch gar nicht rein. Doch, komme ich. So, dann lass mal gucken, ob dies geht.
Okay. Muss ich hier irgendwas einstellen? Hier ist nochmal eine Kiste. Nee, Batterie ist leer. Oh, was war das denn? Irgendjemand flüstert mich dauernd an. Hast du mal eine Mark? Also, die war schon mal scheiße, die Batterie hat nicht getaucht. Okay, wir brauchen die anderen Batterien. Alter, hier stürzt irgendwie die ganze Wand ein. Was ist das für Geräusche? Oh, boah, das bist du. Oh, Kisi. Don't do this to me. Ich leg mal vor die Hand das Benzin. Ja, vielleicht brauchen wir das ja dafür. Soll ich das Feuerzeug mal holen? Ja, leg's ja einfach mal davor. Ja, ich hol's mal. Das unten. Ich hab doch irgendwo auch einen Schlüssel, glaube ich, gefunden. Kisi Joe. Schlüssel. Habe ich den nicht auch irgendwo gefunden? Oder war das in der Runde davor? Mein Gehirn ist schon total verbreit. I'm not the sure. Irgendwie habe ich die ganze Zeit das Geräusch im Kopf, wenn Arnold Schwarzenegger auf Lego tritt. Yell! Weißt du so? Die ganze Zeit im Kopf. Yell! Lego! Deswegen kann ich mich absolut nicht konzentrieren. Wenn ich auf so eine Scherbe trete, muss ich an Arnold Schwarzenegger denken. Geil. Oh, ich höre ihn. Der ist bei mir! Yell! So ein unnatürliches Geräusch irgendwie. Oh Gott. Ich hoffe, du bist entkommen. Ich bin weg, ja. Ich habe ihn einfach mit der angezündet, mit dem Foto-Apparillo. Okay, geil. Ich habe dem einfach ein Selfie gemacht, habe gesagt, so siehst du aus, dann ist er in Flammen aufgegangen. Hat er gesagt, nein! Nein, get to the chopper, hat er dann meine gesagt. Meine Keime, hat er gesagt. Oh, ich habe den Schlüssel. Da hat er gesagt, there is no cookie. Dann ist er weggerannt. Oh, geil. Wo bist du? Ah, hier. Ich bin hinter dir. Ich habe den Schlüssel für oben. Lass mal nach oben gehen. Soll ich hier irgendwas mitnehmen mit Öl oder Benzin oder Feuerzeug? Ich glaube, das brauchen wir für die Hände. Okay. Wo bist du? Hoch, komm, ich komm mit. Tür ist offen oben. Dumm. Get to the job. Okay, man, let's go. Da ist auch nochmal so ein Lockpick-Kasten. Oh, ich brauche eine Battery. Hast du irgendwo eine. Ich habe das Klavier habe ich jetzt verschoben. Kannst du im Moven was gesehen? Das Klavier. Kann ich jetzt hier rein. Nee. Ey, ich habe Lockpick gefunden und hier ist eine Batterie und Sonne 2. Oh, du hast auch die Crowbar. Und eine Batterie. Ne? Oh, geil, geil. Wo ist die Crowbar? Geil. Hast du die? Nein, ich habe ein Lockpick. Ah, okay. Da musste. Komm mal hier herein. Dreh ich um. Wieder zum Klavier. Geh mal hier durch und da ist noch eine Batterie da hinten. Battery. Achso, ich dachte eine fürs Taschenlämple. Achso, da ist auch noch eine. Hier. Da war auch noch eine. Hier. Perfecto Mundo. Und Schlüssel hast du ja, gell? Da liegt einer. Den habe ich jetzt weggeworfen, weil brauchen wir nicht mehr. Weil der liegt hier im Schrank. Also das warst du. Ja. Oh, den brauchen wir doch. Hier drüben wäre noch eine Tür. Aber ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich geh jetzt erstmal. Lass erstmal die Batterie testen. Oh Gott, ich dachte, was ist das? Okay, required key. Vielleicht wäre der aber trotzdem nicht schlecht, wenn wir da öffnen. Soll ich es kurz machen? Wenn du das Bedürfnis hast. Ja, falls wir abhauen müssen und da dann jetzt kläglich sterben. Muss ich ehrlich sagen, am Eld. Aber Björn ist irgendwie gerade unten viel unterwegs. Das ist gerade ziemlich in Ruhe. Der ja, gute Björn. Also ist jetzt offen. Ich habe die Crowbar. Leck mich am Ärmel. Geil, geil, geil. Direkt da Crowbar. Möchte ich jetzt mitkommen. Dann tritt jetzt aber nicht irgendwie auf Glasscherben. No. Wo waren das jetzt wieder? Hier beim Klavierraum ums Eck. Ich bin schon da. An den Leichen vorbei. Die bewegen sich sogar, die Leichen, und klingen wie so Nacktschnecken. Geil. Kann sein, dass wir gleich hier rein müssen, ne? Boah, was ist das denn hier für ein Raum? Seiner. Oh, ich hab... Sein Raum. Hier, Killers Eyes. Wir brauchen Augen vom Killer. Oh, hier. The eye of the killer will reveal the truth. Burn it all to the ground. Das müssen wir verbrennen. Dafür haben wir... Ach so, put. Ja, Killers Eye. Wir brauchen Augen. Ja, was ist da mit den Händen? Hast du die Batterie jetzt dabei? Ja. Hast du ein Foto? Ja, du? Nee. Ja, zu spät.
kann nicht schießen. Ja, ist die, kann ist die Leuchte rot oder grün? Grün. Ja, dann halten und andere Taste drücken. Ja, jetzt bin ich tot. Du stirbst jetzt nicht. Ja, ja, ich sag, ich stehe jetzt. Hier ist auch eine Fernbedienung. Hol dich gleich. Warte, lass ihn kurz. Nein. Ich unterstütze dich mit meinem Gebrüll, das verwirrt ihn. Okay, der ist jetzt neben mir, aber der verpisst sich bestimmt gleich. Verpiss dich. Okay, ich bin safe. Moment. In dem Raum, den ich jetzt bin, liegt auch die Fernbedienung. Jetzt in meinem Raum. Ich schreie noch ein bisschen vor mich hin. Ja. Kann ja eh nichts machen, außer rumliegen und schreien und bluten und so ein Zeug. Ja. Bist eh auf meiner Ebene. Das ist, glaube ich, jetzt auch noch mal leichter. So, er läuft weg. So, ich halte einfach gedrückt, ne? Weil ich habe ja nachgeladen, der hat nicht geschossen. Wenn es grün ist, das Licht, ja, es ist grün. Ich verstehe es nicht. Dann musst du nicht gedrückt halten, sondern musst einmal die anlegen, die Kamera quasi, und dann noch mal drücken mit der anderen Taste, um ein Foto zu machen. Hab ich. I läuft ja durch Events. Schrei nochmal. Das ist mein Liebesschrei. Ja, ich komme. I'm coming for ya. I'm coming, ich seh dich. Genau diesen Ruf höre ich immer aus der Wohnung von dir. Help! Oh, das ist ätzend, ey. So, jetzt. Da bin ich. Oh, ich sehe aber auch ganz schön fertig aus. Ich sehe mich ja selbst und ja, hab die Hände an den Ohren und schreie und leide. Also, wir mussten da ja nichts mehr machen, ne? Im Moment nicht. Wir brauchen die Augen des Killers. Und die Fernbedienung liegt noch irgendwo. Ich gehe mal kurz runter wegen der Sicherung. Okay, dann mache ich das kurz. Ich habe hier nochmal einen Schlüssel gefunden. Den gibt es mehrfach. Aber für was? Also, eine Sicherung bringe ich jetzt und oben liegt noch eine Fernbedienung. Wo bin ich denn eigentlich? Oh, auf welcher Ebene bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder auf der... Den brauchen wir noch. Bolt Cutter haben wir nicht, ne? Nee, den finde ich einfach nicht, den Bolt Cutter. Achso, das ist der Schlüssel deswegen. Den gibt's nur einmal. Den hast du da wieder hingelegt ins Regal. Verstehe ich das. Ja, genau. Ich brauche unbedingt ein Fotofilm. Komm mal zu mir. Ganz viele. Da liegen unten, sollen wir zusammen runtergehen? Das sind so das viele. Das leuchtet doch nicht grün, deine Kamera. Doch. Echt? Die ist grün. Dann drück jetzt mal ab. Geht nicht. Aber die ist grün, da ist ein grünes Licht. Ich glaube, du musst durchladen. Irgendwie, also bei mir ist es nicht grün. Hm, bei mir schon. Kannst du mal gucken beim Stream. Hm. Heute entschlüsseln wir, dass du farbenblind bist. Nein. Muss man hier, da... Oh, der ist hier. Ach, guck mal hier, doch, du musst da was drücken. Du kannst die was auswählen. Vielleicht braucht man das, um irgendwie seine Augen zu bekommen. Aber vielleicht braucht man auch noch mal Salz. Die muss man eben noch mal ein bisschen Salz ins Auge werfen. Salty. Wir wollen halt diesen Bolt Cutter. Film. Ja, da musst du nachladen mit R. Ja, mach da aber nicht. Hä, du musst die rechte Maustaste gedrückt halten. Oh fuck, der kommt. Und dann einmal die linke antippen. Dann macht der Kaching, Foto. Ich hab den Bolt Cutter. Oh geil. Komme. Ich kann also oben jetzt die Tür aufcutten. Was brauchen wir denn überhaupt als nächstes? Für was ist das Benzin gut? Wahrscheinlich, also um die Augen zu verbrennen. Wo hat er dich? Nee. Mich auch nicht. Also irgendwann hat er gesehen. What? Also ich bin jetzt versteckt. Er ist unten. Er ist ganz unten. Ich bin aber die Treppe hoch. Ich bin ganz unten vielleicht. Ich hab gecuttet. Geil. Die Tür ist nun offiziell offen. Darin befindet sich das Küchensalz. Okay, mit was müssen wir damit machen? Und eine Batterie. Haben wir das Batterieding überhaupt schon gelöst? Nee, ne? Nee, das hole ich jetzt. Weil du wolltest damit, dass ich mit dir mitkomme. Ich habe eine Batterie gefunden. Nochmal eine weitere. Gut, dann probier die aus. Ich habe sonst auch noch eine. Das ist dann die letzte. Aber irgendwie dreht er gerade durch. Ja, ich bin im Keller mit ihm. Ich habe ihn an den Hacken kleben. Okay, gut. Aber ich bin ins Loch gesprungen. Oh mein Gott, der kommt eiskalt da. Der kommt eiskalt runtergejoggt. Der Sohn.
Was hat er gesagt? Dann, it's close to bedtime? It's close to bedtime. So, ich wollte. Oh, er ist bei mir! Bitte sag, dass du noch lebst. Ich lebe noch. Gut. Ich mache jetzt wieder diesen Lochtrick. Gute alte so, Lochtrick. Ich jetzt. Scheiß, Batterie ist auch leer, es ist deine. Hier ist meine alte. Ach so, ich dachte schon, der ist jetzt irgendwie so eine alte Gammelbatterie von mir gelootet. Nee, es muss deine sein. Also zwei sind jetzt oben, ich habe zwei probiert. Ja gut, wenn er ist jetzt bei mir weggegangen. Ich gucke, dass ich hochkomme. Ja. Gut. I believe in miracles. Ich sehe zu, dass ich wegkomme. Bin oben in der zweiten Etage. Super, ich bin da, wo die Sicherung ist. Ich also, bewege mich dorthin. Irgendwie, wenn ich es finde. Hier. Aber wie machen wir denn die Hände da weg? Ich glaube, vielleicht wirklich verbrennen. Oder wir müssen ihnen irgendwas geben. Yes. Das gibt's ja nicht. Salz will er nicht, Feuer will er nicht. Hm. Vielleicht müssen wir beides gleichzeitig machen. Jetzt dadurch, wir brauchen dass ja aber auch haben. Die Augen des Killers. Und die sollen wir auch verbrennen. Weil der sammelt ja irgendwie Augen. Großer Augensammler. Ich kann auch das gar nicht verwenden, ne? Das Feuerzeug, ja. Oh! Ja, ich bin tot. Oh nein, echt? Nein, ich hab's doch gerade so geschafft, die Kamera zu zücken. Oh, gut. Haben voll sehr die gut. Fresse gefotoshootet. Ich hab gesagt, dein Gesicht, oh dein hässliches. In your face! Okay, ich bin jetzt wieder oben in der Bibliothek. Wir brauchen wahrscheinlich diesen Knopf müssen wir wahrscheinlich drücken. Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Symbole oder müssen wir eins habe ich gefunden finden? Und zwar die Sonne. Doch, die müssen wir finden. Eins habe ich gesehen, die Sonne. Okay. Welche Zahl? Weiß ich nicht mehr. Shit. Die war oben, glaube ich, in der dritten Etage bei dem Klavierbereich. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Okay. Und ich glaube, im Keller ist noch eins. Wir müssen jetzt diese Symbole einfach finden. Hier, Sonne 2. Okay, Sonne 2, bitte notieren. Dreck, ich bin auf Glas getreten. Ich guck grad auch. Was ist das für ein Geräusch? Irgendjemand geht durch die Lüftung. Ja, das ist der. Echt? Der kann sowas? Ja. Deswegen, das habe ich ja vorhin auch gehört. Der läuft durch die Lüftung. Ist ein bisschen wie. Ding. Amnesia. Finde ich. Amnesia. Ich komme jetzt auch mal hoch. No worries, mate. I'm coming for ya. Ist der oben? Ich habe auch die Fernbedienung. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich höre nicht mehr. Oh, geil. Hier ist nochmal ein Foto. Gut, ist auch nochmal eine Kamera. Ein Film. Also ich habe die Fernbedienung, die nehme ich jetzt auch mal mit runter. Wir legen einfach alles vor diese Handtür. Ja. Vielleicht die Frage, was wir damit machen müssen. Ich denke, wir müssen jetzt erstmal die Symbole finden. Sonne 2 haben wir schon mal. Gut. Im Keller ist bestimmt auch noch eins. Ich such gerade auch. Wo bist du? Zweite Etage. Gut, dann gehe ich jetzt gleich in den Keller runter. So, die Fernbedienung liegt jetzt beim Feuerzeug. Hast du das Feuerzeug mitgenommen? Ja. Warum? Weil ich was probieren wollte. Wer hat dir das gestattet, ha? Bitte, Daddy! Ja, da gehen die Gerüchte wieder los. Viele denken nämlich, wir sind so ein altes Liebespaar, nur damit du es weißt. Oder gefragt, wie geht's deiner Freundin Gnu? Echt? Ja, viele denken, wir sind Pärchen. Wer hat es gefragt? Einige Leute, auch in den Kommentaren habe ich das schon gesagt bekommen. Seid ihr eigentlich zusammen, wir zwei? Wie witzig. Weißt du, wie das in der Öffentlichkeit ist? Ja, kaum machst du das mit dem anderen Geschlecht. Aber das, glaube ich, wäre ganz gut für die Schlagzeilen, so Germany's Power Gaming Couple. Das klingt ganz Gnuschor. Sexy eigentlich, ja. Die Gnuschor. Gnuschor. Gnuscher. Zwei Gamer werden Millionäre.
In Deutschland nicht. Und wandern aus. Das soll ich nochmal ausreden. Irgendwas ist hier gerade runtergefallen. Er ist bei mir. Oh shit. Okay. Er ist bei mir. Wo bist du unten? Ja. Oh mein Gott. Gerade noch so in den Spind gekommen. Ich hoffe, der macht nicht auf. Weil wenn ja, bin ich tot. Er riecht an mir. Er riecht wirklich an mir. Er hat seine Nase ganz fest an mich gedrückt und macht... Wo ist er unten? Oder sorry, wo ist er nochmal? Welche Etage? Ganz unten, also da, wo die Anstaltsräume sind. Kann es sein, dass wir für den Fernseher unten die Fernbedienung brauchen? Du meinst... Ja, das könnte sein. Du, das könnte echt sein. Er hat wieder so ein komisches Tumor-Ding dahin geschmiert. Popel. Rotz. Oh Gott. Das bin Kisi. Ich geh jetzt mal hier in den Keller bei. Hast du die Fernbedienung dabei? Nee, die liegt oben beim... Aber wir haben erst Sonne 2. Wir brauchen erstmal die ganzen Dinger. Okay. Hier liegt auch ein Schlüssel. Ey, es gibt doch mehrere Schlüssel. Ich bin überzeugt, es gibt mehrere Schlüssel. I can't. Hier schreiben die Leute, die Affäre wäre genauso, als wären Trump und Merkel ein Paar. Also wir sind doch wohl ein bisschen ästhetischer. Holy shit. Sexier als Trump und Merkel, danke. Dieser Vergleich, it hurts. Schön, dass du eigentlich als Merkel durchgehst, nicht als Donald Trump. Vor allem so eine liebe Mutti bin ich gar nicht. Ist Merkel eine liebe Mutti? Ich glaube, die hat es eiskalt hinter den Ohren. Merkel ist ein Killer. Naja, aber... doch, die ist ein Killer. Nein, die hat schon Herzi. Ich sag dir, nee, die ist ein Killer. Die hat nie Urlaub genommen und sowas. Hast du mal gesehen, wie sie ihre Raute beim Fußball macht? Nee, die schlitzt sich auf. Ach so, in der Richtung meinst du ja dann. Ich glaube, Merkel, das ist so eine, die hat wahrscheinlich irgendwie auch noch so eine Systema-Ausbildung hier, so russisches Systema kann die, wo sie dir irgendwie auf Nahkampf, und Scheiß, die bricht ja auf Nahkampf alle Knochen und haut dir mit einem Kugelschreiber ein Loch ins Hirn. So stelle ich mir Merkel vor. So richtig buff, wenn es drauf ankommt. Oh, er kommt. Er rennt gerade da drüben weg. Nicht bewegen. Geht gerade friedlich weg. Auge 1, Sonne 2. Echt? Auge hast du gefunden? Nee, sagt jemand. Woher weiß er das? Wir sagen alle Auge 1, Sonne 2. Ja, aber wir haben doch erst Sonne gefunden. Woher wissen wir, dass Auge 1 ist? Wann hast du Auge 1 so gefunden? Gar nicht, aber vielleicht haben die das gesehen. Wo? Gibt es irgendwelche Beweise? Fragen wir sie doch einfach mal. Woher wisst ihr das, ihr kleinen Schätzchen? Redet mit uns. Ja, hier steht TV-Controller brauchst du dafür. Wir brauchen die Fernbedienung. Okay. Du kannst hier gar nichts machen. Bist du das? Ja. Lass mal hochgehen. Hol mal zusammen. Last night upon the hour. Warum? Da rein. Lass mich auch rein. Ich brauche raus und kuschel Spind. Oh Gott. Nein, der Wichser hat aufgemacht. Sorry. Oh, ich hoffe, der macht das nicht noch bei mir auf. Dann hätten wir nämlich echt ein Problem, wenn er jetzt sagt, und Spin 2 knacke ich auch noch weg. Warte. Das siehst du mal, wie es nervt, ne? Mich nervt es nicht. Ich hab ein Kind, das wiederholt alles 8-mal. Aber das sagt nicht, help! Oh ja, doch. Doch, so ist die Kommunikation mit einem Kind. Ein Kind sagt nicht, Papa, du es, sondern es heißt, Papa, trinken. Trinken. Ich so, ja, ich hol doch schon trinken. Ich schenk doch schon ein. Trinken. So ist ein Kind. Und wenn es Hilfe braucht, sagt es auch: Hefe. Papa, Hefe. Papa, Hefe. Hefe. Hefe, Papa. Papa, Hefe. Kies schon Hefe. Hefe, Kies. Hefe, Kies. Er sagt: Hefe. Papa, Hefe. Voll arm. Hefe. Mein Neffe sagt immer: gute Idee. Und das war nie eine gute Idee. Wake ich dich gerade? Hä? Ja. Ja. Wake up. Troll Make-up. Why don't think you trust? Kinder sagen irgendwie... Oh, da kommt er. Weg. Kinder sagen irgendwie alles 18 Mal gefühlt. Ja. Oh, ich glaube... Oh, du bist ja gerade richtig gerannt, ne? Oh, ja, ich glaub, super. Hier ist gar nichts. Ich habe ein Feuer. Ich hab ein Feuerlöscher. Ich habe eine Kamera. Ich habe ein Feuerzeug. Worry. Das schmeiße ich ihm einfach ins Gesicht. Altes Zippo. I got... Erinnert mich ein bisschen an dieses gruselige Buch, das man doch vorliest von Bramble, dieses If the Queen are going here to week.
Ja, Bramble war genial, ja. Das war echt geil, ja. Ich fand die Frau, die alle frisst, extrem hot. Ich habe ein bisschen da so Knu-Vibes auch gespürt. Hab ich auch die gesagt, war richtig schon, cool. Sieht ein bisschen nach Knu aus. Das mache ich mal. Wenn mein nächster Partner, also mein jetziger Partner mich verletzt, dann esse ich Männer. Da mache ich genau das. Kann ich mir bei dir gut vorstellen, dass du so drauf bist. Männer verspeisen. Ja, läufst einfach nackt durch den Wald und dann let's go. Wir brauchen immer noch hier Dings da, Dingens. Wir haben nur die Sonne. Ich denke, keine Poster an der Wand. Gib es doch nisch. Lass mal die Fernbedienung holen, Kies. Hier, kannst du erstmal mit dem ein bisschen schmusen. Na klar, er rennt zu mir. Ich habe ein Foto von ihm gemacht. Ist er weg? Ne, ich habe ihn getroffen. Er sagt doch irgendwas, ne? Sonne und Auge. Was haben die denn alle mit ihrem Auge? Wo war ein Auge? Wo war ein Auge, Brudis? Wo war Auge? Ich muss, glaube ich, echt noch ein Kamera-Ding holen, sonst habe ich ein Problem. Also er war eben gerade von meinem... okay, jetzt habe ich echt ein Problem. Ich muss den fotografieren, ich bin nämlich in seinen Popel reingetreten. Okay, ist okay. Ist er weg? Er ist weg, ja. Ich hole jetzt die Fernbedienung. Ich habe die Fernbedienung geholt. Wunderbar. Wo haben die dieses Auge 1? Ich habe immer noch kein Symbol gefunden. Und für was ist halt Salz gut? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich guck auch gerade noch irgendwo ein Foto. Bild? Ah, Fotoapparat, geil, ich auch. Das lade ich direkt auf. Let's go. Ist halt okay. Einfach nichts. Ich hab's früh gesehen und sogar. Ich hab Auge 1 gesagt. Ich hab doch die Sonne gesehen, Sonne 2. Auge, hab ich Auge? Ich kann das nicht mehr auseinanderhalten. Alles. Ich dachte auch, dass du 2 gefunden hast. Da merke ich einfach, ich werde langsam wirklich verrückt. Und Knu, die beschleunigt den Effekt auch irgendwie noch 10-facher. Mit Knu blitzaltert man einfach. Die ist wie so ein Succubus, die saugt dir die Lebensenergie aus. Ich bin ein kleiner Symbiont, der sich fest in deinem Anus festgebissen hat. Ja, ein Anus-Symbiont wird mir ja irgendwas geben. Das ist ja eine Symbiose, da habe ich irgendeinen Nutzen. Aber Knu nimmt einfach nur, die saugt einfach alles weg. Nein, das stimmt nicht. Wir teilen noch unsere Reichweiten, Bro. Ja, okay, das stimmt. Ja gut, dann bist du ein bisschen Symbiont. Das ist Symbiont. Aber es wäre cooler, wenn du so ein Venom wärst. Dann hätte ich nämlich geile Kräfte oder sowas. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn du Menschen verspeisen willst. Wäre für mich komplett in Ordnung. Ist mir auch egal, ob das gute oder schlechte Menschen sind. Einfach weg. Einfach weg. Weg damit. Weg. Nee, ich habe hier nur... Wo habe ich denn das Auge gefunden? Ich kann mich nur an die Sonne erinnern. Die habe ich hier. Sonne 2. Ist aber auch so viel, was man einsammeln muss irgendwie. Wo habe ich voll denn die Never-Ending Story. Glaubst du, da gibt es so ein richtiges Ende oder ist es einfach nur dann so Ende? Weißt du? Genau, Ende. Wie bei Mario Kart. Ja, ich glaube, dass du schon so einen kurzen Trailer bekommst, wie du den umbringst. Ich hoffe doch. Also das ist ja wohl das Mindeste. Man sweatet hier nämlich so rein, da will ich auch was sehen für meinen Sweat. Ich auch. Ja, weil wenn Auge 1 war, wenn ich das, ich probiere das jetzt aus. Im schlimmsten Fall kommt er halt angewetzt und gibt mir auf die Fresse. Okay. Ich habe keinen Bock mehr hier rumzurennen. Kisi, reicht's. Ist ja auch irgendwann mal gut hier, ne? Wo ist er? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der ist. Er ist so, bei ich mir, hab die Fernbedienung, also... Er ist bei mir, mach ruhig an. Ach, Moment. Ah, okay, ich verstehe. Was machst du? Also ich Auge 1. Ja. Sonne 2. Ja. Und das andere kann ich aber nicht sagen, weil ich nicht weiß, was für eine Zahl ist. Also es ist keine Reihenfolge, sondern du brauchst wirklich eine Zahl. Kacke. Scheiße. Eine Zahl von 0, 1, 2, 3, 4, 5...
6 bis 7, 8, 9. Okay, okay, ach, ja. Nee. Kannst du es nicht ausprobieren, dich im Spind verstecken oder holt er dich hier dann? Hier ist kein Spind in der Nähe. Ach so, aber weil er ist jetzt bei mir. Glaubst du, du schaffst es? Hier wäre ein Spind. Was sagst du, was es ist? Ich sag eine 6. Ja. Aber okay. Ich weiß ja nicht mal, ob Auge wirklich 1 ist. Ach so, ich dachte, das wusste ich. Oh. 6 ist es schon mal nicht. Nimm mal an, der ist auf dem Weg zu dir. Der wird jetzt auf jeden Fall zu mir rennen. Jetzt kannst du halt wieder nach Hinweisen suchen. Wir brauchen unbedingt die Pyramide. Das Dreieck. Das ist eigentlich übel der gute Plan, dass du das die ganze Zeit aktivierst und ich renne hier rum und suche ab. Wenn das Auge wirklich eine 1 war. Dein Chat passt besser auf als meiner. Meiner schläft. Nein. Die machen Bubu. Wir hatten eben gerade am Anfang des Streams das Thema, dass ich so eine Stimme habe, wo man einfach sich so eine Decke einkuschelt und dann langsam wegdödelt. Ja, das haben die auch gesagt. Ist der bei dir, gell? Der ist bei mir, ja. Der hat jetzt kontrolliert, wer da an seiner Bimmel rumgespielt hat. Unser Bimmelban. Jetzt gehe ich nochmal hin. Oh, der hat mir wieder da so einen Popel. Ah, der kotzt hier direkt vor die Haustür. Was für ein ekelhafter Typ, ey. Der ist gerade an mir vorbeigelatscht. Ich mach mal die 3. Auch nicht richtig. Wir müssen es finden. Das sucht sich dumm und dämlich. Okay, der rennt gerade zu dir. Was gut ist. Ich suche. Also die 6 war es nicht, die 3 war es nicht. Am Ende ist es nochmal eine 1. Also wenn ich sicher bin, dass das Auge wirklich eine 1 ist. Sonst kann es sein, dass er zu mir kommt. Schnauze. Nein, Schnauze. Du erträgst es jetzt, Uli. Okay, hier ist nichts. Okay, ich teste die 4. Das ist auch nicht. Er kommt jetzt wieder zu mir. Gut. Ich hätte mich Sandmann-LP nennen sollen. Sandmann-LP? Ja, stimmt. Sandman-Jaw. Ich meine, Auge war 5. Jetzt gehen die Leute mit Auge 5 irgendwie ins Rennen. Das war doch in der Runde davor, oder? Ich kann es nicht mal auseinanderhalten. Ja. Ich weiß nur, dass die 2. Wenn Auge wirklich 1 ist, obwohl ich das Auge nie wieder gefunden habe. Scheiße, ich bin voll reingelaufen. Oh Gott. Was ein Jumpscare, ey. Oh mein Gott. Boah. Du bist sogar relativ nah. Ja, der kam jetzt, hat mich getötet. Der Sack. Nee, Auge ist 1. Der Chat ist überzeugt, dass Auge 1 ist. Dann sagt mir mal, wo ihr das gesehen habt. Moses. Es ist wieder da unten an der Bimmel. Ja, das dauert noch. Nee. Aus wie Dr. ausstellt bei Daylight. Ja. Jetzt schrei nochmal. Nochmal. Okay, wakey wakey. Wakey wakey. So schwer waren die Zettel eigentlich nie zu finden, aber jetzt gerade Ultimate. Ich hab die halt immer auch wirklich nur aus Zufall irgendwo gesehen. Ich glaube fast, dass oben noch was ist. Ja, aber oben war ja die Sonne. Hm. Ich mach jetzt mal Dreieck 0. Das war's! Ich hab's Auge! Ja. Das war über Benzin und alles. Super. Wo bist du? Oh, der ist direkt bei mir. Oh, jetzt holt er mich 100% raus, oder? Ich bin ready, aber sobald er die Tür aufmacht, peng, voll in die Fresse, schmeiß ich ihm sein eigenes Auge ins Gesicht. Sehr gut, das wollte ich hören.
Dann gehe ich schon mal zu seinem Raum. Du musst jetzt Feuerzeug und Benzin da hochschaffen. Bist du oben? Wo bist du? Nee, ich bin unten bei der Konsole noch, wo ich halt das Auge jetzt gerade geholt habe. Okay, Feuerzeug ist kein Problem. Feuerzeug schmeiß ich jetzt hin. Schmeiß da hin und hol das Benzin. Yes. Ei, ei, Sir! Oh Gott! Was? Ich hab ihn fotografiert. Okay, er brennt. Gut. Wie witzig, dass man auch wirklich ein Foto auf der Kamera mit ihm sieht. Ja. Voll witzig. Wo bist du? Damit ich immer weiß, noch unten, aber ich renne jetzt hoch. Ich renne jetzt hoch. Ich weiß nicht, wo er ist. Wenn du fotografierst, despawnt er irgendwie und spawnt woanders. Okay. Ich gehe jetzt straight nach oben mit dem Auge. Ich hol jetzt noch. Ah, da bist du. Dann hol ich jetzt noch schnell das Benzin. Wish me luck. Oh, ich bin zweimal auf Lego getreten. So, ich hab das Benzin. I'm coming. Auge ist drin. Boah. Oh, das brennt von alleine. Ich hab das Auge nur reingelegt. Ist einfach ein Flammen aufgegangen. Schwein, ich wollte es sehen. Ich hab nicht gedacht, dass das so ein Event gleich ist. Ich hab gedacht, das legt man einfach nur rein, dann müssen die anderen Sachen kommen. Sorry. Egal. Also es war jetzt auch nichts Besonderes. Einfach nur... Und jetzt ist der Schmodder ist weg. Ja, komm hoch, ich will dich nicht spoilern. Ach, das Auge musst du dann der Hand geben, das oder? Das Auge ist weg, das haben wir nicht mehr. Genau, oder was da rausgekommen ist. Oh. Alter Mann. Ist doch er, oder? Oh, müssen wir Gasolin. Hab ich. Feuerzeug liegt hier, hast du's? Mhm. Let's go, burn him. Salz, Mann! Wir brauchen Salz. Nein, wo hast du das hin? Das ist unten irgendwo in der Küche. Ich hab das gar nicht erst gelootet. Das ist unten in dieser Küche. Okay, komm, wir gehen zusammen. Ich hab noch ein Blitzi. Weißt du noch, wo die Küche ist? Unten im zweiten Stock, oder? Ja. Riech lieber, dann kommt der nicht. Ach, der kommt so oder so. Björn. Der Augensammler. Augensammler Björn. Björn auch noch. Björn Fandersnoot heißt der. Fandersnoot. Aus dem langen Geschlecht der Fandersnoots. So Fandersnoots. So. Der war früher sehr bekannt in seiner Heimat als Wetttulpenesser. Keiner konnte mehr Tulpen verspeisen als Björn van der Snoot. Ey, du sagst, ich hab einen Dachschaden. Hier ist das Feuer. Salz. Gut, ich bin hier. Holz. Wo? Hier drüben. Da, auf dem Tisch. Oh ja, ich hab's. Schöne Dose Salz. Let's go. Wohin? Schnell jetzt wieder hoch. Jetzt wieder hier so hoch. Oh je. Die holländische Olympiade. Das ist was ganz Besonderes. Holländisch. Leck mir am Arsch, dachte ich gerade, sagt er. Leck mir am Arsch auf hier. Leck mir out of here, sagt er. Du sollst ihn rausschlagen. Leck mir out of here. Ii. Mach mal die Tür zu dann am besten. So, jetzt muss er erst den schönen Salz und dann pfeffer ich nach. Mach mal richtig spicy den Boy. So, burn. Warte. Yes. Und jetzt? Verschwindet jetzt die Hand? Ja, irgendwas passiert mit der Hand. Siehst du auch die Katze? Ja. Wir können gehen. Aber was ist da mit unten? Irgendwas ist doch noch nicht fertig. Guck mal, jetzt sind ganz viele Fotos von Menschen, die er irgendwie gequält hat. Ja, ich glaube, dass aber jetzt richtig die Party abgeht. So, be careful. Okay, jetzt müssen wir ganz die ganzen runter. Typen verbrennen. Geil. Hier brennt alles. Aber was ist mit unten? Müssen wir das Rätsel unten nicht machen? Das haben wir doch gemacht, da habe ich das Auge her. Das habe ich mit der Fernbedienung gemacht. Im Monitor. Ah, nein. Oh, ich habe ein Foto. Das hat nichts gebracht. Doch, nice. Selfies okay, hasst er einfach. Okay, gut. Fällt hier durch. Komm. Ave Maria. Ich habe noch ein Foto. Alles gut. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Oh ja. Schieß an. Oh Gott, ja, hau ab. Das ist wie ein Dead by Daylight. Lauf! 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 Dreh dich nicht um. Wir müssen den Leuten erzählen, was hier passiert ist. Ja, vor allem wie du läufst, müssen wir den Leuten erzählen. Oh Escaped. Gott, yes. Der verbrennt jetzt, oh ja. Oh Gott. Horrible. Das ist schon ein Hardcore-Spiel. Oh, ja. Besonders zwei. With a friend. Stell dir vor, du machst es alleine. Alter, dann musst du dich echt hassen. Muss echt, muss vor deinem PC sitzen und sagen, oh, ich hasse mich so sehr, was kann ich mir heute antun?
Ja, ins Auge piekst mit einer Gabel oder das Spiel hier spielen. Das ist schon richtig sadomaso. Aber Leute, wir haben es geschafft. Yay! Endlich, finally, falls ihr weitere coole Games kennt, die man zusammenspielen kann, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch ein Game, ein bestimmtes sehen wollt, was wir zusammen spielen sollen, schreibt dies auch in die Kommentare. Alles reintippen, ich will ganz viel lesen. Und bewerten. Ja, Daumen nach oben, ein Abo würde uns sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss. Und jetzt raus!